Willkommen zurück zu Harveys Neue Augen, Leute. Ja, wir sind hier in der Kirche. Nee, nicht in der Kirche, aber halt in der Kapelle eher. Können wir seinen Mantel nehmen? Das wäre nice, aber okay. Steinplatten. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Was für Nachforschungen? Warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Okay. Reden die ja eigentlich alle irgendwie immer mehr im Spiel als bei Edna bricht auf? Ich habe das Gefühl, die sappeln alle so viel irgendwie hier in dem Spiel. Aber wir sabbeln mal noch mehr. Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Ist das jetzt eigentlich Freeman? Weil ich dachte, er wäre von den Bienen aufgefressen worden, sozusagen. Ja, na gut. Vielleicht ist er ja doch noch wieder da, anscheinend. Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug, oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlafittchen, falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Ja, vielleicht ist das der Geheimgang ja da, wo das Gemälde hängt, habe ich gerade gedacht. Aber dann wäre hier der Garrett ja nicht da hier reingegangen, oder? Aber das könnte ja ein Geheimgang sein. Beichtstuhl betreten. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Ach, hier kann man sich aber gut verstecken, ne? So, wenn mal was ist. Beichtstuhl verlassen. Ah, gut zu wissen. Was kann man denn hier sich noch angucken? Kreuz. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly verstand nicht, warum man es nicht einfach andersherum aufgestellt hatte. Das würde auch nicht gut halten, glaube ich. Aber naja. Ja. Okay, wir haben die Steinplatten, wir haben ihn. Ach, da ist da oben noch was? Nee, das Beichtstuhl, aber die Halterung. Die Schnitzerei zeigte einen Bettelmönch mit auffallend leeren Händen. Aber irgendetwas fehlte. Würde zum Beispiel. Aber auch noch etwas anderes. Mhm. Will der ein paar murmeln? Lilly musste beichten, dass sie mal wieder vollkommen auf dem Schlauch stand. Hab ich mir fast gedacht.
Lili wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt. Vielleicht rollen die Murmeln ja dahin, wo unten der Untergrund ist, so wie das in Filmen. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Bleib bitte von den Platten. Du behinderst mich. Können Sie hier irgendwas machen mit den Steinplatten? Okay. Vielleicht müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Dann habe ich ja leider alles. Vielleicht Pressluft haben wir. Ah, sehr gut. Okay. Das ist genau das, was ich brauche. Okay. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Okay. Okay, ich dachte nicht, dass er jetzt wirklich hier rum... Okay, er verdammt! Kommt wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Wo ist er denn her? Hey, Frank! Frank! Na, was soll's? Seiner Arbeit nachgehen? Ja, dann... Wie jetzt? Eine Abhörkammer. Oh. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Eine. Kannst du hier noch irgendwas machen? Krass. Da, das Brett können wir bestimmt nehmen. Okay. Die Halterung. Ja, krass. Ich mach die mal wieder zu. Was mach ich jetzt mit dem Brett? Weiß ich nicht. Ich gehe mal hinterher. Er soll mal hier einfach rumhämmern. Belauscht er einfach die Leute. Das ist schon frech. Waren wir hier schon? Oh. Shawnee. Ach, ich mag die Musik so gerne. Hallo, Shawnee. Shawnee war gemein. Erst hatte er Lili das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lili dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Das stimmt. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lili ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Ist so eine Rotznase. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Du bist so ein Arsch. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lili war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lili. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Oh Mann, der ist voll gemein. Können wir denn mal machen? Können wir noch was anderes machen? Tough. Ich bin tough. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Ja. Schau dich doch mal an, Lili. Mit deiner Schleife und deinen Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Also muss ich tough werden, oder was? Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Ich will auch nicht auf Spatzen schießen. Du bist doof, du Seppel. Und Lili ist so eine kleine süße Maus. Termiten. Können wir die wieder irgendwie... Guck mal, aufs Brett hier. Guck mal.
Lilly hätte dem Gnom gerne bei der Arbeit geholfen, aber sie hatte ihre eigenen Aufgaben zu erledigen. Deswegen? Lilly, okay. Aber sie hat... Okay. Deswegen geht das anscheinend nicht. Aber die Termiten sind noch da. Ja, ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Vielleicht können wir mal mit Edna darüber reden, was passiert ist. Die kann doch sagen, dass da die Abhörkammer ist und dich voll nicht in Ordnung ist und so. Aber dafür müssen wir nicht hier eigentlich hin, aber... Vielleicht kannst du das nochmal einsammeln? Ja, wunderbar. Und wir können auch das Wollknäuel wieder nehmen, aber ich lasse es... Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Dann lassen wir das da natürlich auch drinne, Komposttonne. Gut, dann haben wir das auch noch eingesammelt. Mhm. Müssen wir jetzt wieder rum und ins Kloster und zu Edna. Oh, wer ist denn hier? Hier waren wir auch noch nicht. Da ist Kapu. Und die Schuluhr. Die Schuluhr war außer Reichweite. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Der Gargoyle... Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Kapu war der netteste Junge der Klosterschule. Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Kakerlake nach ihm benannt hatte. Dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Oh nein. Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Doch. Er ist ein Idiot. Ja. Ich finde dich toll, genau so wie du bist. Yay. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Oh, ist das nicht schön. Komm, schenk ihr doch die Murmeln. Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Oh, ist der nicht lieb. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Oh. So, wir können leider nicht mit ihm sappeln. Wir können zur Sammlung ins Klassenzimmer. Ich gehe mal zur Sammlung. Was auch immer das heißt. Aha. Okay. Interessant, was ist das für ein Raum und warum hängt hier ein alter Greis? Der erinnert mich an Herrn Mantel. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Was ist das denn für einer, ey? Können wir uns nichts hier angucken? Hey, das ist... Ja, dann sabbeln wir mal mit ihm. Was ist denn das für ein Opa, der hier hängt? Hä? Oh, Besuch. Was für ein seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Okay. Der Alte. Unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja. Ich habe in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja... Ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ja, ich bin alt geworden.
So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Geschichte. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Oh Gott, erzähl. Genau für solche komischen, idiotischen Ideen, ey, mag ich dieses Spiel. Also, Edna und Harvey so, weil wer kommt denn auf die, so einen alten Opa, der nicht mehr irgendwie alle ganz dicht ist und nicht mehr ganz, also ein bisschen dement, als ein Anschauungsobjekt aufzuhängen. Zum Gerümpel der Schule sozusagen. Also, aha, erzähl mal vom Tempelrittergrab in der Kapelle. Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den eurasischen Kontinent entdeckt habe? Ach, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Richtig? Aha. Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Nein, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war der Heldenmut bei den Deicharbeiten in Atlantis? Da hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Und wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores. Ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die 3E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich nicht zum Affen machen. Also mal sehen. War das jetzt schon ein Hinweis oder nicht? Emotion, Einstellung, Essen, 3 E's? Hinweise. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Eine lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für meine Erinnerungsstütze. Wüsste ich doch nur, was die 3 E's dieser Geschichte waren. Aber ich habe nur noch ein paar vage Sinnzusammenhänge parat. 4, um genau zu sein. Aha, Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3 und 4. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Noch verstehe ich nicht so ganz, wie das hier funktioniert später. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Schläfrig. Ist das jetzt ein Tipp oder ist es schon sozusagen das, was man machen soll? Also Kokosnüsse, Äpfel, An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss.
Geht es hier jetzt immer noch um die Es, die Emotionen? Soll ich die jetzt rausbekommen? Viel weiß ich auch noch nicht. Nein, nein. Keine Sorge. Ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Das verdanke ich einem kleinen Trick, den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Gedächtnisstütze. Also Objekte, die mich an die drei E erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durch Stärke, Heldenmut oder Schläfrigkeit überwunden habe. Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem Tag gegessen habe. Die Vitamine sind gut für die... Da sind auch jetzt die drei Es nochmal, die drei E. Was ist, Täubchen? Hast du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach an die drei E zu erinnern. Das erste E steht für Emotion. Okay. Es zeigt mir, also ob ich in der Situation... Das zweite, es erinnert das dritte, um Essen. Mich zu... Okay. Gedächtnisstütze. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Ich glaube nicht. Doch. Alles, was ich brauche, sind drei Objekte. Mhm. Genauer gesagt, beantwortet das deine... Okay. Gut, dann sind wir ja hier schon mal einen Schritt weiter. Aber dürfen wir uns das jetzt hier immer noch nicht angucken? Doch, wir dürfen die Dinge sogar jetzt mitnehmen. Glas mit Meerschweinchen. Muskete. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte... Ich kann dir geschickt. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Okay, sorry. Also lass die Finger... Ja, mach ich. Die Oh, schön. Können wir noch irgendwas an einen Regalplatz? Okay, hier können wir irgendwas hinstellen dann. Da ist alter Kreis einfach nur. Ich mach mal hier. Da komme ich nicht ran. An die Kiste wahrscheinlich auch noch nicht. Oder merkt er das jetzt nicht? Hey, nee, das ist... Merkt er schon. Das merkt er schon, aber das Glas mit Meerschweinchen, was ziemlich eklig ist, haben wir schon. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Mhm. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Das ist eklig, aber okay, vielleicht hilft uns das ja noch irgendwie weiter. Toll, dass wir den alten Greis kennengelernt haben. Das ist schon sehr amüsant und vor allem hat er ja deutliche Tipps, was heißt deutlich, aber er hat Tipps für uns, die wir noch umsetzen müssen dann, rätselspaßmäßig, für, damit wir dann anscheinend ins Grab kommen irgendwie. Da weiß ich auch nicht, warum hier auf einmal ein Grab hier ist, aber es ist cool und ich mag den Tempelritterkram. Und wir sehen uns im nächsten Part von Harveys Neue Augen. Bis dann!